Hallo meine lieben Kleinen, ja, Brau ist draußen und heute geht's wieder weiter mit einer neuen Folge von Ratchet & Clank Rift Apart. Also es ist ein bisschen komisch an hier zu schießen, bisschen dumpf, ne, aber... Warne ausdrücklich und sehr gefährlich. Stimmt. Wir sollten vorsichtig sein. Das bringt uns herzlich wenig, was die uns da gerade zusammengelabert hat, aber gut. Ein Tausch nach dem nächsten. Und ein Universum ins nächste Universum reingeslitscht. Willst du jetzt eigentlich schon wieder hin? Und zack, hoffen in die richtige Richtung. Dass ich hier gerade irgendwie falsch laufe. Sie hat wohl eine Audiodatei bekommen. Ich bereite sie auf. Weiter vorne ist ein altes Forschungslabor. Wo? Wie ich Jim kenne, ist er dort. Jim? Oh, klar, noch ein Bot. Bin dran. Aber der sausen jetzt einfach rüber, oder wie? Jetzt darf ich die ganze Scheiße nochmal machen. Richtig geil. Das macht mal einer bitte nach. Und am besten genauso gut wie ich. Dann passt das. So, da ist ganz schnell, zack. Wenn es so ist, dass ich ihn einfach abwerfen kann, dann funktioniert das. Nee, ich muss da wirklich dann klatschen an den Teil. Sonst funktioniert das nicht. Und geradeaus weiter. Hallo. Wäre doch hier irgendwas. Hier war was, ich hab's gehört. So, okay, dann muss man da rein. Allerdings will ich vorher noch was gucken. Da ist nämlich auch wieder ein Stein der Weisen. Da, wo wir aber noch nicht rein können. Okay. Dann gehen wir erstmal woanders hin. Shit, weg davon. Das war knapp. Oh, ich glaube, ich weiß, was passiert mit dem Planeten. Hinter dem Sicherheitsglas. Ah, das ist, glaube ich, richtig schlecht, was da hier passiert. Ich habe das Gefühl, das ganze Laden fliegt uns jetzt dann um die Ohren. Okay, anscheinend muss ich wieder hier durch. Von einem zerstörten Fleck zum nächsten zerstörten Fleck. Ich verstehe schon, wie das läuft. Vielleicht redet sie über die Sicherheitsprotokolle. Ich finde Bürokratie erdrückend. Was auch immer das für einen Sinn ergibt. Ich hab absolut keine Ahnung, was sie überhaupt wollen. Nicht feindliche Entität. Oh. Hallo? Wollen wir beste Freunde sein? Nein. Du solltest zurück zur Chefingenieurin. Freundschaftsanfrage? Abgelehnt. Trauerlaute. Zurück zur Chefingenieurin. Oh. Hör auf zu jammern, Jim. Hoffentlich hat er interdimensionale Nachrichten abgefangen und nicht nur neue Freunde gesucht. Erkannt. Feindliche Entität. Hallo, wollen wir beste Freunde sein? Wo sind wir? Scheiß Bord. Muss ja hier irgendwo rumsappen. Hallo. Jupp, immer noch ich. Wieso bin ich... Alter... Ja! So, zwei Stück sind kaputt. Er hat eiskalt im Flugzeug eingefroren. Okay, das Ding ist vielleicht doch besser, als ich denke. Männer 0, die anderen... Ach, was weiß ich. Männer 0, Frauen... 1. Keine Ahnung. Das ist auch genauso gut verkackt wie sie. Verdächtigst du jeden, dem du begegnest, für Imperator Nefarius zu arbeiten? Yep. Ah, gutes Argument. Was? Naja, der kann auch bei mir antworten, ne? Ist auch mal richtig und wichtig. Muss ja auch ab und zu bei mir antworten. Ich weiß ja nicht, wie das... Ja, das war jetzt mal Zufall, wie wir behaupten. Ah, scheiße, da. War da vielleicht noch irgendwas in anderer Dimension? Naja, stillgelegte. Hier haben sich garantiert Spalten geöffnet.
Da findet ihr die Bots definitiv. Hallo, das ist Schande. Hier los. Hätte ich auch einfach runterfliegen können mit Vollgas, aber egal. Jetzt haben wir erstmal ein Geld ein. Was Ding noch ein bisschen seine Arbeit machen. Ah, wir kommen unserem Ziel immer und immer näher, Leute. Immer und immer näher. Wir haben noch irgendwas rumblöken. Aber die Frage ist, wo ist das, was da rumblökt? Ja, guck mal irgendwo. Doch, da oben ist was. Ups. Oh, ich hasse es. Ich bin immer viel zu schnell unterwegs. Ich habe wahrscheinlich die meisten Tode einfach nur eingefangen, weil ich versucht habe, schnell von A nach B zu kommen. Vielleicht habe ich deswegen die meisten Tode. Okay, ich sehe den Bot auf dieser Plattform da rechts. Hinter der kaputten Brücke. Irgendwie muss man doch rankommen. Jupp, jupp. Wir gehen dahin, drin. Haben die Bot-Plattform erreicht. Aber der funktionierende Bot ist in der intakten Dimension. Stimmt. Irgendwas entgeht uns. Okay, wenn uns hier irgendwas entgeht. Wenn ihr das glaubt, dann machen wir was anderes. Ich bin mir jetzt zwar nicht sicher, ob das jetzt so funktioniert war, ob das jetzt so aussehen hätte sollen, aber es funktioniert. Naja, wir hätten doch einfach drüber latschen können. Oh, der Kran hat den Kristall bewegt. So könnten wir dem Bot vielleicht einen Schritt näher kommen. Nur einen Schritt, also sind wir dann näher gekommen. Ich glaube, das hätte eigentlich anders da gehen müssen, wie als das ich das, was ich gerade gemacht habe. Ich habe gerade die Cheater-Abkürzung hoch 50 genommen. Ja, ihr bist zur Rente? Was labert denn für ein Scheiß? Da. Chefingenieurin mit einer wichtigen Nachricht. Chill mal, Sandy. Immer auf der Suche nach sich selbst. Danke. Bald können wir die Nachricht entschlüsseln. Das waren alle. Danke. Komm zurück zur Messstation. Mal sehen, was von gefährliche Lebensform entdeckt. Sicherheitsabriegelung der Anlage eingeleitet. Keine Angst. Nicht schon wieder los. Ich habe das Sicherheitssystem programmiert. Allerdings sind sie laut der Bewegungssensoren im Haus. Raum? Oh, ich Dummkopf. Die Decke. Die vergesse ich immer. Was zum Henker ist das für ein Ding? Das ist eine kleine Nervensäge. Geht das? Okay, die Waffe ist doch besser, als ich erwartet habe. Einfach weil du das hier einfrieren kannst. Dimension an deine. Und jetzt mache ich Altmetall draus. Motorfunktionen eingestellt. Warum tust du denn das? Böser Mensch, nichts einstellen. Aufstieg, Stufe 5. Okay, die Waffe wird getauscht. Gegen das hier. Nicht schlecht, 4 Schaden. Und das Schild funktioniert auch 1A. Level up. Oh, doch nicht. Keine heimischen Lebensformen mehr auffindbar. Sicherheitswende deaktiviert. Vielen Dank und noch einen höllisch schönen Tag auf Blizzard. Okay. Wow. Das verzögert die Entschlüsselung etwas. Ah, das ist bisschen Verzögerung. Jim bringt euch hin. Jim. Jim und Neutron. Hallo. So, wo geht's hin? Ne, Bohrnuss, sie bringen mich dorthin. Ja. Wo ist das? Wollen wir beste Freunde sein? Sicher? Freudenlaute. Im Namen der Freundschaft bringe ich dich zu unserem Phasenquarz-Förderbohrer. Wow, das sieht nicht gut aus. Diese Dimensionsanomalie ist identisch mit der auf Sargasso. Gut, das heißt, du kommst damit klar. Mein
eine Warnung als bester Freund. Die Dimensionsintegrität könnte dem Bohrer geschadet haben. Was bedeutet das? Als bester Freund will ich dich nicht beunruhigen. Darum erläutere ich es jetzt nicht. Stattdessen spontane Musik. Wenn es bumm macht, haben wir es. Ich genehmige keinen Bohrereinsatz, bevor die Rohrverstopfung beseitigt ist. Wollen wir kein Problem, mach mal weg. Magst du Karaoke, beste Freund? Mixer, wir gehen jetzt rein. Clank, ich habe Ratchet gesehen. Auf Savali. Wirklich? Wie geht es ihm? Gut. Dünner, als ich dachte. Aber insgesamt heldenhaft. Doch ich schweife ab. Deine Möglichkeiten warten darauf, dass du sie zum Meta-Terminal leitest. Meine Möglichkeiten können bei so viel Wind nicht dadurch. Gibt es eine Möglichkeit, sie zu beschweren? Ja, das gibt's wahrscheinlich schon. Wir müssen halt erstmal dafür alle Sachen finden. Ah, das ist eine schwere Kugel. Sie beschwert jedes Objekt, das sie berührt. Was offensichtlich klingt, wenn man es laut ausspricht. Und was steht denn jetzt in deinem Buch? Die aktuellste Sammlung des Wissens im Universum. Von meinem Vater katalogisiert. Und wer ist das? Ich glaube, du kennst ihn als den Klempner. Er ist dein Vater? Der Klempner? Was macht er jetzt? Er macht zum ersten Mal über... Wie kamst du zu dem Titel Prophet? Ah, der stammt nicht von mir. Die Savali-Mönche nannten mich so, nachdem ich ihnen bei ein paar Archiventschlüsselungen geholfen habe. Was bedeutet das? Oh, nur eine Menge zeigen und Dinge sagen wie, das ist ein Blag-Telefonbuch, das ist ein Kirchhoff-Zahn, ein terraklonisches Liebesgedicht. Oh Mann, ich muss das aufschreiben, denn das war unglaublich, Clank. Ich habe keine Ahnung, was hier gerade abgeht. Doch wir sind zu schnell. Und, wie läuft's mit Rivet? Okay, hat mein Hirn gehackt und meine Erinnerungen gesehen. Das macht also die Jugend von heute? Ich kenne mich da echt nicht mehr aus. Eine kleine Erleichterung. Es ist interessant. Ratchet und Rivet sind dimensionale Gegenstücke. Und dennoch erstaunlich verschieden. Ratchet misstraute Roboter nicht, als er mich traf. Doch Rivet schon. Vielleicht ist eure Dimension die Ausnahme. Vielleicht mögen alle anderen Ratchets in ihren Dimensionen auch keine Roboter. Kann gut sein. Okay, dann machen wir das hier mal an. Okay, ja. Genau, jetzt passt es. Ich denke mir schon gerade, ich bin dumm. Ziemlich schwere Kost. So. Weiß das jetzt eigentlich schon? Nee, ich brauche noch eine Kugel, brauchen wir wahrscheinlich noch. Ich hoffe, ich störe dein Vorankommen nicht. Aber ich glaube, du kannst noch mehr Kugeln finden. Meine Möglichkeiten sind eine Darstellung meines Geistes, der versucht, die Dimensionalität zu verstehen. Und je mehr ich ihnen helfe, ihren Weg zu finden, desto mehr verstehe ich und kann alles reparieren. Alles. So. Erstmal muss ich das hier schweren. Dann muss ich dich hier fliegen lassen. Ah, wohl eher nicht. Dann halt eben hier. Geschwindigkeit, das war, ja, Geschwindigkeit und hier. Geht doch. Ah, ich war zu schnell. Schön. Ich hätte nie daran gedacht, die Kugel so zu benutzen. Okay, gut. Ah, die Rätsel sind so cool, aber gibt bin ich mir es sicher. Etwas an Ratchet und Rivet, das gleich ist? Sie handeln beide sehr schnell. Anders als ich. Ich halte mich immer mit Einzelheiten auf. Und du wünschst dir, das zu ändern? Nicht immer. Aber es wäre schön, sich nicht so viel sorgen zu müssen. Okay, wir brauchen ganz schön viele Kugeln davon. Willst du die haben, ein paar Stück davon? Müssen wir uns noch ein bisschen gedulden. So, erstmal hier durchkommen. Ich hoffe, ich störe dein Vorankommen nicht. Aber ich glaube, du kannst noch mehr Kugeln finden. Naja, das will ich ja gerade machen. Gilt für beide, wie auch... Boah, Alter.
wirklich erhebend. So, okay. Dann... Lauf dagegen an. Weg. Wuschen die kleinen Nerven. Sie machen was anderes dort. Zack. Ich mach's so. Ganz schnell. Ah, Clank! Ich weiß, wie ich dir bei deinem mit Einzelheiten aufhalten Problem helfen kann. Du musst nur zuversichtlich sein. Was meinst du? Eine Sache habe ich von meinem Vater gelernt. Für Erfolg im Leben musst du dich nur benehmen, als wüsstest du genau, was du tust. Und hab immer einen Pömpel dabei. Dass der, dass er Kinder bekommen hat, ist ein Wunder. Hab immer einen Pömpel. Ja, kein Problem, ne? So, aber ich sehe schon, wo das Problem ist. Das heißt, ich kann bloß ein paar durchlotsen. Und nicht alle. Okay. Ja, halt, stopp, hier nicht. Ne, halt, stopp. Jetzt muss das, was mache ich hier für einen Scheiß? Weil die da hinten durchlaufen, sind ja automatisch schwer. Das heißt, ich muss die da hinten hupfen lassen. So, wenn die da hinten hupfen, dann werden sie hier durchgeleitet. Da muss ich sie dort hinten verschweren. Das war's Grünes, hab beschleunigen. Beschleunigung ist auch nicht schlecht, aber ich wollte sie verschweren. So. Und dann funktioniert's wieder. Easy. Komm. Okay, wir brauchen aber hier Beschleunigung auch noch, sonst funktioniert das nicht. So, jetzt hat funktioniert. Die Blizzard-Anomalie wurde behoben. Tolle Arbeit, Clank. Vielen Dank. Ja, nein, was super Arbeit. Und vergiss nicht, Zuversicht ist der Schlüssel. Ja, okay. Kümmern wir uns um die Verstopfung. Wäre auf jeden Fall so, oder? Weiter geht es. Der Bohrer ist frei. Wir haben das Zeug soweit geholt, das wir brauchen. Ja, das ging ja eigentlich relativ ratzfatz hier. Ich habe unsere schlauesten Köpfe zum Rohr geschickt und sie sitzen fest. Geschafft! Die Hydraulik funktioniert wieder. Yes. Problem behoben. Jetzt müssten wir den Aufzug nutzen können. Bohren wir endlich nach Phasenquarz. So, damit wäre die nächste Aufgabe auch easy going erledigt, ne? Und zack, runter. Wir holen uns Phasenquarzbergen, Dimensionator reparieren. Falls ich keine Chance mehr bekomme, das zu sagen, danke. Werd jetzt nicht rührselig, Bolts. Wir sind noch nicht fertig. Verstehe nicht, warum wir die ganzen anderen Namen haben. Hab ich irgendwas verpasst? Irgendwas habe ich verpasst. Das ist einfach ein Spitzname. Irgendwas habe ich da verpasst, glaube ich. Habe ich an irgendeiner Stelle mich von der Grafik blenden lassen. Die Männergang ist zurück. Männergang. Mach mal einfrieren. Eklige Kombi. Ganz eklige Kombi. Was ist jetzt los? So ein dicker Schraub und der spuckt sie nach hinten. Ja. Wir wissen noch immer nicht, was mit dem Blizzard in deiner Dimension passiert ist. Wir erfahren's bald. Dann können wir es in dieser Dimension verhindern. Da geht's nirgends hin. Oh doch. Wuhu. Das ist wichtig. Es ist komplett. Sind das die Nachrichten, die die Chefingenieurin hört? Kann gut sein. Möglich wäre es auf jeden Fall nicht. Ist das eine Strecke, wo ich einfach nur Bolts sammeln kann? Ja, wieso nicht, oder? Einfach mal ein paar Bolts sammeln, finde ich immer gut.
Okay, und wieder rüber. Und goodbye. Aber es ist abgepasst hier. Richtig abgepasst. Keine Ahnung, ob das überhaupt richtig war, aber sehen wir gleich. Könnte sein, dass wir gleich dick in eine Falle reinglüchseln. Er wird reingeglüchselt. Okay, hier geht's nochmal weg. Und hier geht's dann wieder weiter. Warte mal kurz. Zack, da geht's auch noch lang. Ich verstehe nicht so genau, was das gut sein soll. Absolut nicht. Es war anscheinend scheißegal, welche Richtung wir wählen. Hauptsache, wir kriegen da oben das Ding geschlagen und fertig. Mit unserem Viech. Wir kommen dem Hauptbohrer rasant näher. Ja. Wir sind da. Der Bohrer. Wow. Ich wollte schon immer einen Bohrer bedienen, der 100-mal größer ist als ich. Wirklich? Das ist sehr spezifisch. Spezifische Ziele sind erreichbar. Okay. Frage ist, wie bedienen wir ihn und was müssen wir genau tun hier, ne? Das sind so die Hauptfragen. Ich vergesse die ganze Zeit, dass ich das Zeug schon alles habe. Dass ich gerade bloß noch Geld und Dinge einsammeln kann. Weil das eigentlich auch wichtig ist, weil Ranitanium, Leute, das brauchen wir auch. Das kann ich auch nach einer Aufnahme mitnehmen. Wisst ihr, was ich meine? Das frisst immer so viel Zeit. Suchen wir die Kurbel, um den Bohrer zu bedienen. Na, die haben wir schon gefunden, ne? Salve, dir gefällt mein Video, dann lass doch ganz einfach ein Abo und einen Daumen nach oben da, würde mich riesig darüber freuen. Und was hast du gesagt? Du hast noch nicht genug von mir gesehen? Na dann, klick auf das rechte Video für eine Playlist oder auf das linke Video für ein auf dich spezialisiertes Video. Ich würde mich freuen, wenn wir uns wiedersehen. Yowie, Joey.